Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in den NFL Playoffs, die besten Playoff-Spiele der NFL-Geschichte. Und jetzt geht's zurück ins Jahr 1992. Am 12. Januar treten die Broncos gegen die Bills an. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir keine Punkte in dem Spiel zulassen. Und einen weiteren, wenn wir einen Fumble recovern. Das wird haarig, weil das ist ja auch nicht allzu häufig. Es geht gegen die Denver Broncos. 1:30 noch zu spielen. Denver hat einen 1. und 10 an der 49-Yard-Linie der Cowboys. Beide Teams noch mit 2 Auszeiten. Es hilft nichts, wir müssen Strip, Ball und Tackling auf aggressiv setzen. Oh, da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich ahne da schon wieder viele, viele Flaggen fliegen. Los geht's. 1. und 10. Flacco kann werfen. Incomplete Pass. Wir kommen hier standardmäßig überhaupt keine Blitze mit angeboten. Deswegen gehen wir mal per Audible in einen Cover One Blitz. Incomplete Pass. Broncos stehen vor einem dritten Versuch. Und wir blitzen natürlich weiter. Will Blitz 3 haben wir jetzt ausgewählt. Und da ist der Fumble und der ist erobert von Sean Lee. Das gibt's ja gar nicht. Was für ein Play. So, wir kommen an der eigenen 49-Yard-Linie mit der Offense jetzt aufs Feld und müssen eigentlich nur noch die Uhr herunterlaufen lassen. Denver kann noch zweimal die Play Clock anhalten. Das erste Mal passiert jetzt. So, jetzt ist der Ball aber auch schon an der 42-Yard-Linie von Denver. So, wir laufen durch die Mitte. Wieder mit Emmett Smith. Und der kommt an die 36-Yard-Linie. Neuer 1. und 10 für die Cowboys. Und gleichzeitig haben die Broncos die letzte Auszeit genommen. Ab jetzt können sie die Uhr nicht mehr anhalten. Wir laufen mit Emmett Smith weiter. Uhr startet und jetzt läuft sie halt durch, weil die Broncos keine Auszeit mehr zur Verfügung haben. 2. Versuch und 8. Ein Run über die linke Seite, über Emmett Smith. Unser Running Back hat die Lücke, ist unterwegs. Kommt in die Red Zone, an die 12-Yard-Linie der Broncos heran. Und die Uhr tickert und tickert weiter herunter. So, Lauf Emmett Smith über die rechte Seite. Direkt gestoppt. Aber ich darf auch nicht in die Endzone kommen. Ich möchte Denver hier nicht nochmal in Ballbesitz kommen lassen. Und ich glaube, das gelingt, denn das war eben schon das letzte Play. Das Spiel ist aus. Die Cowboys gewinnen 10:7. Schauen wir mal an. Habt ihr alle Sterne geholt? 1, 2, 3. Stern Nummer 4. Stern Nummer 5. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.